Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute freue ich mich schon wieder sehr, ein Video machen zu können. Wie ihr merkt, ich habe eine Sache voll verscheppert. Ich habe noch nie, jetzt aufgepasst, den größten Burger-Lieferdienst in Deutschland getestet. Das ist Burger Me, meinen Recherchen zufolge. Ja, und den werden wir testen. Wir bestellen direkt. Ich nehme euch da noch ein bisschen in die Bestellung mit, mache einen Rundumschlag und dann schauen wir mal, was Burger Me kann. Oha, oha, oha. Da bin ich echt gespannt, ja. Wir schnacken nicht lange. Aua, meine Leiste. Ah, was ist denn da los, ey? Ich habe das heute Morgen im Bett gemerkt. Also kurz zur Info. Nur 1,1 Kilometer entfernt, bevor ich das verschepper. Ich wollte eigentlich weiterfahren, aber dann wollte ich hier noch was einkaufen und deshalb bin ich jetzt hier gelandet. Also wenn es jetzt scheiße ankommt und kalt ist, was auch immer, können wir es nicht auf die Lieferdauer schieben. Eine Sache habe ich auch vorher schon rausgefunden. Ich habe ja mich viel belesen jetzt und auf deren offiziellen Seite haben die, also die haben krass zum einen letztes Jahr nochmal den Umsatz gesteigert, die sind im Wachstum und eine Sache, die sich auf die Kappe gestiegen haben, ja wahrscheinlich gestiegen haben, wahrscheinlich auf die Kappe geschrieben haben, ist, die haben es geschafft, auf 25 bis 30 Minuten Lieferzeit runterzugehen. Da gucken wir natürlich, ob das klappt. Und irgendwas habe ich euch mir noch gemerkt. Scheiße, Alter. Zwei Informationen, Alter. Das ist wie wenn man einkaufen geht, man hat einen Auftrag und vergisst genau die Sache. Kennt ihr das? So eine Scheiße ist das. So, pass mal auf hier. Bis Ende des Jahres will Burger Me 200 Standorte. Das ist schon krass, Alter. Das ist schon krass. Der Ehrenmann, CEO Jens Hochhaus. Grüße gehen raus, mein Lieber. Entweder du wirst mich hassen oder lieben nach dem Video. Was geht denn los hier? Guck mal an, sieht schon knapp die Kurse hier aus. Ganz klare Sache. Bisschen McDonald's-Style. Zum Schluss alle 5 Grad sein lassen. Also wir bestellen Burger. So müssen wir das auch bewerten. Wenn ich zum Schluss so einen saftigen Doppel-Cheeseburger hier auf die Hand bekomme, der wirklich akzeptabel ist, dann habe ich gar kein Problem damit. Ne? Und das sieht hier echt so, die machen das schon gut vom Marketing, orientieren sich an den Besten. Der Jens Hochhaus hat sich was überlegt. Alter, Jens, mein Lieber, was hast du dir hier für Fotos? Alter, Jens. Jensen, na ja. Ja, komm, wir gucken. Ich suche jetzt aus, was wir bestellen. Ich bestelle jetzt einfach und es gibt 3 Überraschungsrunden. Ich scheiß drauf, lass dich überraschen. Ich muss euch nochmal mitnehmen. Safe ein Crunchy Chicken. Safe das. Ich hoffe, er nimmt das hier überhaupt alles mit. Hot Crunchy Chicken. Na, was ist da los? Big Angus. Nehmen die da Angus Beef oder was? Für echte Männer und echte Frauen. Bestes Angus Beef, den nehmen wir auch. Also wir werden Classic nehmen, wir werden den Angus Beef Burger nehmen und wir nehmen Crispy Chicken, so wird das aussehen. Und ich muss jetzt erstmal hier durchsteigen, das wird wieder echt kompliziert. Ich guck mal eben. 25 nur, das wäre stabil. Man bestellt direkt über die Seite von Burger Me. Ich bin so ein Esel, ja. Er kommt in der Sporttasche vom Clever Fit. Ich frage ihn, ob er einen Burger für mich hat. Oh, das war geil. Naja, aber Lieferung sollte gleich da sein. So, die Jungs sind da echt schnell gewesen, Mann. Echt schnell gewesen. Können wir das bei mir beim Auto da aufmachen einmal? Also ich habe nochmal gescreenshottet. Das ist ganz interessant. Da kannst du das dann nachvollziehen. 13:27 ist Bestellung raus. 13:51 hier. Stark, seid ihr echt stabil schnell, Mann. Das können wir da im Kofferraum gleich einmal. Das ist übrigens von meiner Freundin das Auto. Nicht, dass ihr euch wundert. Stabil also. Stabil hier. Hier, Kindersachen sind hier noch. Wir werden alles jetzt hintereinander durchfetzen. Hier machen wir Präsentation im Auto und essen werde ich oben auf dem Auto. Das hört sich nach dem Plan an. Wir starten mit einem Chicken Burger. Ich guck mal einmal rein, schnell. Hot Crunchy. Wir starten mit einem Hot Crunchy. Die Präsentation ist am Start, Alter. Irgendwie ist die Belichtung scheiße. Die Belichtung gefällt mir gar nicht. Bevor mir der runterfällt, geht's jetzt hier los. Hier, jetzt ist die Belichtung vernünftig. Dann gibt's die Präsentation so. Von oben sieht er so aus. Im Internet, die Aufmachung, krass, sah sehr geil aus. Schnelle Lieferung, wenn das jetzt noch stimmt, Jens, ja, dann weiß ich auch nicht. Es roch von außen schon so, du hast diese scharfe Soße von außen richtig gerochen. Roch erst so ein bisschen wie so eine Standard-Süß-Sauersoße, vielleicht halt noch mit Schärfe drin. Der Biss bestätigt das nicht, der Biss bestätigt aber Folgendes. Du merkst halt direkt, es gibt TK-Chicken, da merkst du jetzt nicht so ganz krass dieses TK-Feeling. Hier merkst du schon sehr krass, ne? War klar, dass TK ist, aber jetzt nicht mit was Panierten gerechnet. Zum Schluss zählt ja auch der Geschmack. Hier seht ihr noch die Chilis drin, beziehungsweise die Jalapenos. Mayo-Note, hier seht ihr noch schön den Käse. Der ganz normale Schablettenkäse. Bann im ersten Moment. Das Problem ist manchmal, diesen Moment zu greifen, wenn du einen Geschmack hast, ist schwierig. Aber ich würde sagen, auch da hast du diesen, wie kann man es ausdrücken, den weniger qualitativen Eindruck gehabt. Beim Reinbeißen direkt ins Bann. Konnte ich nicht ganz genau greifen, war aber gewöhnungsbedürftig.
das Sesambun. Jetzt weiß ich, woran mich das Bun erinnert. Das hat so ein bisschen Touch von einem gekauften Aufbackbrötchen, was ihr bei falscher Temperatur erhitzt habt. Und das nicht so ganz. Es gibt geile Aufbackbrötchen, von außen kross, innen so ein bisschen flauschig. Oder man merkt beinahe gar nicht, dass das Aufbackbrötchen ist. Das hier ist ganz genau. Das sind nicht die TK-Aufbackbrötchen, sondern die, die in einer eingeschweißten Verpackung sind aus dem Supermarkt. Das werden ja in dem Sinne auch die bei Burger Me sein, werden sie auch wahrscheinlich so bekommen. Aber wenn ihr im Supermarkt eingeschweißte Brötchen holt und die im Ofen nicht richtig zeitgemäß oder von der Temperatur macht, sind die noch so unaufgebacken von innen. Und das Feeling ist es hier auch. Jetzt kommen die Jalapenos rein. Wir snacken den mal eben auf und dann geht's zum nächsten Burger. Zur Bewertung später. Aber eins kann ich euch sagen, das fällt schon in das Ranking. Das erwarte ich, wenn ich beim Dönerladen einen Burger bestelle. So ein Ding. Oder halt dieses typische Liefer-Burger-Ding, was man kennt. Ich möchte jetzt nicht Mikrowellen-Style, aber so in die Richtung geht das. Damit ihr euch das vorstellen könnt, dieser TK-Kram, den man kriegt. Wenn du beim Pizza-Service dann noch einen Burger bestellst. So ein Ding ist das. Nächste Runde kommt jetzt. Ich mach das jetzt mal hier unten. Runde 2 geht los. Das ist der Big Angus. Ungewollt sieht man jetzt schon mal das Patty. Riecht so nach einer Frikadelle, wie eine typische Frikadelle vom Lidl oder so, wenn man die Packung öffnet. Vom Aldi. Bei Aldi gab es früher, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, diese Frikadellen. Man sieht halt dieses TK, sein Urgroßvater-Feeling. Ich will den jetzt nochmal in die Linse hier. Haptik ist nicht gut, Leute. Brauchen wir nicht drum herum reden. Ist absolut nicht gut. Die Bilder haben so viel versprochen im Internet. Ich dachte schon, das wird was. Gute Pfeffernote, das muss man sagen. Bun das gleiche wie eben. Ein unaufgebackenes Brötchen oder ein bisschen Fehler beim Aufbacken gemacht. Ach, das Patty, Leute, also. Ist nicht böse gemeint, aber einfach ein TK-Patty. Gefühlt einmal in den Ofen gehauen, so. Aber frischer Salat, da kann ich es nicht absprechen. Geiles Knacken von den Zwiebeln. Super frisch gemacht, also. Eins muss ich trotzdem sagen, ich nenne es mal TK-Burger. Es gibt diese TK-Burger, die bocken einfach gar nichts zu essen. Da kriegst du sogar Ekel, so gefühlt einfach, bringt gar keinen Spaß. Irgendwie sind die in Ordnung. Ich habe jetzt trotzdem Bock, den zu snacken, so wisst ihr? Ich habe einfach Bock, den zu snacken, außerhalb auch von der Kamera, würde ich den jetzt safe wegsnacken, weil er noch klar geht. Aber es ist einfach schon sehr low, einfach von der Quali und so, ne? Vom Geschmack dementsprechend auch nicht top. Aber wisst ihr, wie ich meine? Trotzdem, irgendwie geht das noch klar. Aber auch enges Feeling oder so merkst du gar nicht. Tomate erstaunlich gut eingesetzt, ergänzt sich gut mit den Gewürzen, sehr gut. Das ist ein wirklich positiver Punkt bei dem Burger. Ist Pfeffer-Salz-Gemix, was die da drauf gemacht haben, zusammen mit der Tomate. Gutes Feeling. Erinnert ein bisschen, das habe ich schon bei irgendeinem Video vor langer Zeit gesagt, Schwarzbrot mit Zwiebeln und Tomate. Bisschen Salz drauf, eventuell Pfeffer, super Kombi. Das erinnert so ein bisschen. Wir snacken auf und dann geht's in Runde 3. Runde 3, ich zeige euch den Burger. Also der Jens, der hat sich schon was gedacht zur Aufmachung vom Laden. Da steckt schon eine gewisse Philosophie hinter. Aber die Philosophie ist schon dieses, Jens beim Namen, dieses Unqualitative, was aber klar geht, was die Leute trotzdem bestellen. Was preisig wahrscheinlich, muss was mal einblenden, habe ich gar nicht geguckt. Vielleicht in Ordnung ist, ich habe gar nicht drauf geachtet. Irgendwie muss der erfolgreich zu rechtfertigen sein. Sagen wir mal so, die erfolgreichste oder die größte Burgerkette Deutschlands zum Liefern. Ich bin zu dumm, das Ding zu öffnen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr das gesehen? Mann, naja. Also Bun rein von der Optik gerade, habe ich gedacht, wirklich positiv, aber vom Anfassen merkst du wieder, es ist wieder, passt alles wie Asche auf einmal, was so diese Quali-Schiene reingeht, das fällt alles in die gleiche Kategorie irgendwie. Du merkst direkt beim Anfassen, dass das nichts wird, muss ich einfach dann so sagen. Gerade nach dem Tuch geguckt. Also das ist wirklich der Inbegriff von diesem TK-Pizza-Service-Burger oder wie man es auch immer nennen darf, den man kennt. Genau vom Geschmack, genau das gleiche, wie man ihn auch schon 100 Mal gegessen hat, von den Soßen, von allem. Das ist genau das, was du erwartest. Also ich kann mich nicht an Mikrowellen-Burger mehr erinnern, aber unter Umständen auch das. Wobei ich in einer Hinsicht korrigieren muss, nicht Mikrowellenburger. Der Geschmack, rein von den Soßen und so, spiegelt genau das wider, was du erwartest, wenn du einen Mikrowellenburger reinbeißt. Wiederum, die Frische durch den Salat, der wirklich knackfrisch ist, ist stark. Das ist stark und deshalb könnte man jetzt nicht sagen, das Mikrowellenburger. Das wäre wiederum unfair, aber rein so vom Geschmacksfeeling. Wir sehen uns gleich zur Bewertung. Während ihr die Bewertung seht, noch ein paar Pommes reinsnacken eben. Schmecken wie bei McDonald's.
Stiefel gelieferte Pommes sind lecker. Ich werde jetzt einfach raushauen, Leute. Pommes außer Acht gelassen. Für Lieferpommes sind die echt stabil. Werde ich eine 7,3 geben. Es fängt an zu regnen, deswegen muss ich aus der Perspektive filmen. Tüte beiseite jetzt hier. Der Jens wird mich hassen dafür für das Statement, aber Burger Me auf den Punkt gebracht in ein paar Sätzen. Burger Me macht Folgendes. Die schaffen es mit wirklich einem Minimum an Qualität, was die Zutaten angeht. Und das ist es. Das ist wirklich von der Qualität, was die Buns angeht, was die Patties angeht, was die Soßen angeht. Die sind auch Standard. Sein Urgroßvater ist es wirklich nicht besonders gut. Aber die schaffen es, aus dieser Quali ein Produkt zu schaffen, was klar geht. Die holen das Maximum aus diesen Zutaten raus. Die schaffen es, dass der Burger noch Spaß bringt zu essen. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der da bestellt. Weil ich habe gegessen, zwar auch mit Mordshunger, aber es hat Spaß gemacht, noch zu essen. Lieferzeit ist top gewesen. Sagt ihr mir was zu den Preisen. Ich blende sie noch mal ein für die drei Burger, jeweils einzeln vielleicht. Möchte da gar nichts zu sagen. Ich weiß das immer nicht. Irgendwie habe ich da manchmal kein Gefühl für. Ja, die machen das Beste aus dem, was sie haben. Zur Bewertung. Cheeseburger am Schluss hat echt noch mal ein negatives Feeling gehabt. Das war das Einzige, was mir wirklich negativ aufgefallen ist. Da hat noch mal irgendein Geschmack reingekickt, der hat mir nicht gefallen. Gebe ich 4 von 10 Punkten. Den Crispy Chicken und den Angus gebe ich trotzdem 5. Weil es trotzdem, wie gesagt, Spaß gebracht hat zu essen. Und der Cheeseburger ohne den letzten Moment hat auch noch eine 5 von 10 von mir gekriegt. Aber wir sind das Beste gewohnt, auch in einem Lieferservice-Ranking, Leute. War das nichts. Das kennen wir besser. Lasst mir eure Meinung da. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe gerade falsch gesprochen. Vielleicht hat man es nicht gemerkt. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.